Hallo und herzlich willkommen zum neuen Haus-Webinar. Ich bin Eva Missler und gehöre zum Client-Success-Management-Team hier bei Haus. Im heutigen Webinar sprechen wir über Verhandlungstechniken. Das Verhandeln von Verträgen gehört für die meisten Menschen nicht gerade zu den Lieblingsaufgaben im Arbeitsalltag. Aber mit dem nötigen Wissen und ein wenig Übung werden Sie schnell feststellen, dass Sie damit ein wirkungsvolles Werkzeug für sich und Ihr Unternehmen besitzen. Im heutigen Webinar werden wir darüber sprechen, welche Vorteile ein ausgeprägtes Verhandlungsgeschick mit sich bringt, wie Sie sich vor Beginn der Verhandlung in eine vorteilhafte Position bringen, wie Sie das Beste aus Ihren Verhandlungen herausholen, wie Sie gängige Taktiken von Kunden erkennen und angemessen darauf reagieren und wie Sie das Zepter in die Hand nehmen. Lassen Sie uns zunächst definieren, welche Ergebnisse Sie durch ein größeres Verhandlungsgeschick erzielen können und welche Vorteile sich daraus für Ihr Unternehmen ergeben. Eine gute Verhandlung führt niemals zu einer Gewinner- und einer Verliererseite, sondern zu zwei Parteien, die gleichermaßen zufrieden sind. Letztendlich geht es bei einem Vertragsabschluss darum, ein gegenseitiges Verständnis für das Unternehmen und die Kunden zu erreichen. Verhandlungsgeschick und Überzeugungskraft sind unerlässlich, um Kunden dauerhaft hochwertige Lösungen zu bieten, anstelle von unzureichenden und kurzfristigen Lösungen, das Vertrauen der Kunden zu gewinnen, partnerschaftliche Beziehungen aufzubauen, ein gutes Geschäft zu machen. Sind Sie bereit, auf die Wünsche Ihrer Kunden einzugehen und eine Win-Win-Situation für beide Parteien zu erreichen? Wir haben mit dem Autor und Business Coach Sean Doyle zusammengearbeitet, um gängige Verhandlungsszenarien zu beleuchten und zu zeigen, wie Hausprofis damit umgehen. Verhandlungsstärke entsteht durch gute Vorbereitung. Die Vorbereitung auf den Termin ist wahrscheinlich das Wichtigste, was Sie tun müssen, um sich in eine vorteilhafte Verhandlungsposition zu bringen. Vor dem ersten Treffen sollten Sie sich Hintergrundinformationen über den Kunden und das Projekt besorgen, damit Sie gut vorbereitet zu dem Treffen kommen und Ihre Ziele und Bedingungen für die Zusammenarbeit im Voraus festlegen können. Bringen Sie mehr über Ihren Kunden in Erfahrung. Ein wenig Hintergrundwissen über Ihre potenziellen Kunden kann Sie zu einem effektiveren Verhandlungspartner machen. Wenn Sie Informationen über den Wert der Wohnung, das Einkommen der Kunden oder das durchschnittliche Lohnniveau in einer Region haben, können Sie Ihre Preisverhandlungen besser führen. Wenn Ihr Kunde beispielsweise eine Küche renovieren möchte und Sie wissen, dass Ihre früheren Kunden zwischen 5% und 15% des Wertes Ihrer Wohnung für die Küchenrenovierung aufgegeben haben, können Sie anhand des Wertes der Wohnung einen groben Kostenvoranschlag machen. Innenarchitektin Maite Grander sagt dazu, bevor ich mich mit den potenziellen Kunden treffe, betreibe ich ein wenig Hintergrundrecherche. Ich drucke, wenn möglich, den Grundriss aus und schaue nach dem Wert des Hauses, der Quadratmeterzahl und der Innenausstattung, wenn es Bilder von einem kürzlich erfolgten Verkauf gibt. Ich recherchiere diese Informationen während des ersten Telefongesprächs, nachdem ich die Adresse erhalten habe. Meistens wissen die Kunden es zu schätzen, dass ich mit solchen Informationen zum Gespräch komme. Legen Sie Ihre Ziele fest. Legen Sie vor Beginn der Verhandlungen fest, was Sie wollen. Setzen Sie sich außerdem ein Ziel, damit Sie wissen, wann die Verhandlungsbedingungen über das hinausgehen, wozu Sie bereit sind. Unterbreiten Sie Ihren Kunden klare Angebote, in denen der Unterschied zwischen Arbeits- und Materialkosten deutlich wird. Entscheiden Sie im Voraus, ob Sie bereit sind, Zugeständnisse an Ihren Vertrag zu machen, um das Projekt unter Dach und Fach zu bringen. Stellen Sie sich zum Beispiel folgende Fragen. Was ist die niedrigste Gewinnmarge, die ich für diesen Auftrag zu akzeptieren bereit bin? Bin ich bereit, einen Handelsrabatt zu gewähren? Wenn ja, in welcher Höhe? Welche Zahlungsarten möchte, sollte ich akzeptieren? Nachdem Sie sich über das Projekt, den Ort und die KundInnen informiert haben, kann im nächsten Schritt ein Treffen stattfinden. Wahrscheinlich haben Sie bereits mit den potenziellen Kunden gesprochen, sei es auf Haus, am Telefon oder per E-Mail. Bei Ihrem ersten Treffen ist es wichtig, dass Sie darauf vorbereitet sind, das Beste aus der Verhandlung herauszuholen.
In diesem dritten Teil des Webinars geben wir Ihnen nun 5 Tipps für Ihr erstes Treffen mit Ihren Kunden. Erstens, achten Sie auf Ihre Umgebung. Es mag albern klingen, aber es kann einen Unterschied machen, wo Sie und Ihre Kunden sitzen. Dem potenziellen Kunden gegenüber zu sitzen, kann konfrontativer und weniger kooperativ wirken, als neben Ihnen zu sitzen. Ein Gespür für die Beziehung zwischen Mensch und Raum zu entwickeln, trägt dazu bei, bei einem Treffen mit potenziellen Kunden eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Setzen Sie sich also idealerweise in die Nähe Ihrer Kunden und treffen Sie sich in einer behaglichen Umgebung. Lucy Katz von Katz Bilder sagt dazu Folgendes. Selten findet unser erstes Treffen mit unserem Kunden nicht bei Ihnen zu Hause, in Ihrem Umfeld und in Anwesenheit beider Ehegatten statt. Wenn wir jemanden zum ersten Mal persönlich treffen, sorgen wir für eine angenehme Atmosphäre, indem wir lächeln und versuchen, Vertrauen auszustrahlen. Ein guter Augenkontakt ist sehr wichtig, ebenso wie ein fester Händedruck. Zweitens, hören Sie zuerst zu. Zuhören ist wahrscheinlich die wichtigste Fähigkeit, die Sie üben sollten, wenn Sie neue Kunden treffen und einen Vertrag abschließen wollen. Ihre potenziellen Kunden müssen das Gefühl haben, dass Ihre Beauftragung das gewünschte Ergebnis bringt. Wenn Sie wissen, was Ihre Kunden wollen und brauchen, bevor Sie Ihre Dienste anbieten, werden Sie mit weniger Einwänden konfrontiert sein. Sie bieten von vornherein die geeignete Lösung an und schlagen nicht ungewollt etwas vor, was nicht gewünscht ist. Bringen Sie Ihre Kunden während des ersten Treffens dazu, Ihre Bedürfnisse und Prioritäten zu kommunizieren, indem Sie offen Fragen stellen. Zum Beispiel, was wäre für Sie die perfekte Lösung? Was gefällt Ihnen an Ihrem jetzigen Zuhause? Was gefällt Ihnen nicht? Was würden Sie ändern, wenn Sie könnten? Wir haben ein praktisches Arbeitsblatt mit einer Liste von Fragen erstellt, die Sie Ihren Kunden stellen können, um Ihre Bedürfnisse besser zu verstehen. Lassen Sie sich von unserem Arbeitsblatt inspirieren und erstellen Sie daraus Ihren persönlichen Kundenfragebogen. Das Arbeitsblatt ist auf der Landingpage verlinkt, sodass Sie es herunterladen und mit anderen teilen können. Wir empfehlen, den Fragebogen im Voraus an die Kunden zu senden oder ihn bei Ihrem ersten Gespräch zu nutzen, um einen guten Überblick über den Projektumfang zu bekommen. Drittens, bieten Sie kreative Lösungen im Hinblick auf den Preis an. Für Kunden gilt, wer nicht fragt, der nicht gewinnt. Aber auch für Profis wie Sie trifft das zu. Wenn Sie Experte bzw. Expertin auf Ihrem Gebiet sind, ist es nicht verkehrt, Ihr volles Honorar zu verlangen, selbst wenn Ihre Kunden versuchen, den Preis herunterzuhandeln. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass alle Beteiligten gewinnen, auch nachdem alle Forderungen auf dem Tisch sind. Egal, ob es darum geht, den Projektumfang zu verkleinern, das Projekt mit mehreren Phasen durchzuführen, budgetschonendere Produkte und Materialien zu beschaffen, nutzen Sie Ihre Erfahrungen mit früheren Projekten, wenn die Wünsche der Kunden das Budget übersteigen. Und zu guter Letzt sollten Sie immer daran denken, Ihre Preise transparent zu gestalten. Je detaillierter Sie Ihre Preise angeben, desto besser können Ihre Kunden verstehen, wohin Ihr Geld fließt. Viertens, bieten Sie verschiedene Optionen an. Wenn Sie Ihren Kunden nur eine Option anbieten, könnten diese das Angebot gänzlich ablehnen, wenn es nicht Ihren Vorstellungen entspricht. Wenn Sie mehrere Optionen anbieten, wie zum Beispiel abgestufte Dienstleistungspakete oder verschiedene Preisoptionen, können Ihre Kunden Umfang und Niveau der Dienstleistung, die für Sie geeignet ist, besser nachvollziehen, wodurch Sie mit dem endgültigen Vertrag eher zufrieden sind. Wirtschaftsexperten schlagen hierfür 3 Stufen vor. Ein gutes Paket, ein besseres Paket und das beste Paket. Dabei ist das beste Paket am teuersten, es bietet aber auch den größten Wert, weil es einen umfassenden Service beinhaltet. Wenn Sie mehrere Optionen anbieten, tragen Ihre Kunden quasi von selbst zum Upselling bei. Sie neigen häufig dazu, sich für das hochpreisigere Paket zu entscheiden, weil sie den Mehrwert sehen und sich diesen nicht entgehen lassen wollen. Gängige Taktiken von Kunden verstehen.
Potenzielle Kunden können mit einer Vielzahl von Taktiken versuchen, sie aus dem Konzept zu bringen oder das Kräfteverhältnis zu ihren Gunsten zu verschieben. Clevere Verhandlungsführer haben sich die verschiedenen Verhandlungstaktiken angeeignet und wissen diese zu nutzen, erklärt Speaker und Business Coach Sean Doyle. Wenn man diese nicht kennt, hat man verloren. Sie sollten diese ebenfalls erlernen, damit sie in einer Verhandlung nicht überrumpelt werden, und sie sollten eine Gegentaktik parat haben. Hier sind einige Taktiken für Vertragsverhandlungen, die Sie vielleicht auch schon mit potenziellen Kunden erlebt haben. Das Zurückschrecken. Der Experte teilt einen Kostenvoranschlag mit und der Kunde reagiert mit: Das ist mehr, als ich erwartet habe, um eine Preissenkung zu erzielen. Wie Sie darauf reagieren? Sagen Sie: Sie werden feststellen, dass der vorgeschlagene Preis dem aktuellen Markt entspricht. Das Unterbieten. Die Kunden schlagen einen Preis vor, von dem sie wissen, dass er zu niedrig ist, um das Gegenüber dazu zu bringen, den ursprünglichen Preis zu senken. Es scheint, als würden beide Seiten einen Kompromiss eingehen und sich in der Mitte treffen, aber in Wirklichkeit gewinnt der Kunde. Wie Sie darauf reagieren? Sagen Sie: Wir wissen beide, dass das kein vernünftiges Angebot ist. Nehmen Sie sich dann die Zeit, um die potenziellen Kunden über alle Kosten und den Umfang der Arbeit aufzuklären, die hinter dem Preis für Ihre Dienstleistungen stecken. Das Angebot der Konkurrenz. Die Kunden sagen, sie haben von der Konkurrenz einen niedrigeren Preis gehört, damit sie als Experte ihren eigenen Preis senken, um den Auftrag zu bekommen. Wie Sie darauf reagieren? Sagen Sie: Es freut mich, dass Sie sich so umfassend bei anderen Dienstleistern informiert haben. Dann können wir sicher sein, dass Sie mit dem, was Sie bei uns bekommen, vollauf zufrieden sein werden. Nehmen Sie das Zepter in die Hand. Eigenheimbesitzer auf Haus verbringen im Durchschnitt mehr als 6 Monate mit der Planung ihrer Projekte und der Suche nach Designs und Fachleuten, die sie beauftragen möchten. Wenn sich Kunden bereits in der Phase befinden, in der sie bereit sind, einen Auftrag zu vergeben, haben sie sich schon die Bewertungen und Projektfotos der Experten angesehen und wollen endlich den nächsten Schritt gehen. Mit dem Premium-Profil von Haus Pro können Sie sich von Ihrer Konkurrenz abheben, die wichtigsten Merkmale Ihres Unternehmens hervorheben und Eigenheimbesitzer von sich überzeugen. Mit dem Premium-Profil von Haus Pro können Sie ganz einfach ein aussagekräftiges, ansprechendes Video erstellen, das Ihr Unternehmen optimal in Szene setzt, oder Ihr eigenes Video hochladen. Das Video wird dann auf Ihrem Hausprofil angezeigt. Jedes beliebige Video zu Ihren Projekten hochladen. Auf Ihrem Hausprofil Besonderheiten anzeigen, damit Ihre Kunden sofort erkennen, was sie besonders macht. Besonderheiten sind ausgewählte Tags, die auf Ihrem Hausprofil und in Ihrem Eintrag im Expertenverzeichnis erscheinen und Ihr Unternehmen auf einen Blick aus der Masse hervorstechen lassen. Eine größere Wirkung erzielen, indem Sie Ihre beste Kundenbewertung prominent auf Ihrem Hausprofil und Ihrem Eintrag im Expertenverzeichnis präsentieren. Mit Haus Pro, unserer All-in-One-Lösung für Unternehmenswachstum und Businessmanagement, können Sie sich und Ihre Arbeiten vor Eigenheimbesitzern auf Haus optimal präsentieren, damit diese sich schon vor dem ersten Anruf ein Bild von Ihnen und Ihrer Arbeit machen können. Außerdem erhalten Sie Tools zum Nachverfolgen Ihrer Anfragen sowie zum Erstellen von Angeboten und Planen von Projekten. Darüber hinaus unterstützen Sie unsere Account Manager bei der Pflege Ihrer Online-Präsenz. Wenn Sie unsere praktischen Tools nutzen möchten, aber noch nicht sicher sind, ob eine Haus Pro Jahresmitgliedschaft das Richtige für Sie ist, dann starten Sie jetzt eine 30-Tage-Testversion. Damit erhalten Sie 30 Tage lang unbegrenzten Zugang zu den Starter- oder Essential-Funktionen von Haus Pro und profitieren von einer kostenlosen Einführung mit unserem Hausexpertinnen für Sie und Ihr Team. Unsere Testversion ist komplett kostenfrei. Sie können während des Testzeitraums jederzeit kündigen. Und das war's für heute. Ich hoffe, dass Ihnen unser Webinar gefallen hat. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns gerne über unsere Haus Pro Support-Seite. Vielen Dank und bis bald bei Haus Pro.